Du hast mit deinem vorgetäuschten Tod nicht nur die Versicherung betrogen, sondern auch uns. Plötzlich erinnerst du dich an deine Söhne, damit du unterkriechen kannst. Ich habe dir dieselbe Freiheit gegeben, die ich mir genommen habe. Ja! Du weißt nichts! Jo. Gar nichts! Sie haben mir ihre Hilfe angeboten und eigentlich war ich sehr froh, dass sie da waren. Ab sofort will ich über alles informiert werden, was über Elisabeths Tisch geht. Sie können froh sein, dass ich sie nicht wegen Veruntreuung gefeuert habe. Dann kann ich Ihnen allerdings auch nicht mehr nützen. Sie brauchen mich. Ich bin Ihr Schlüssel zu Elisabeth von Lahnstein. Es ist eine Sache, Ihnen nicht zu erzählen, dass wir miteinander geschlafen haben. Aber es ist nur komplett anders. Warte doch bitte wenigstens, bis ich weiß, wer von euch der Vater ist. Also kann ich mich darauf verlassen, dass Andi nichts erfährt? Wovon soll Andi nichts erfahren? Bella, ich hab dich gerade was gefragt. Naja, ich hab Mist gebaut bei der Abschlussabrechnung von den Schuftis. Ich hab da vergessen, ein paar Unterlagen einzureichen für die Steuer. Weißt du, diese ganzen Rechnungen für die neuen Fenster in Königsbrunn und jetzt sind die Unterlagen ja schon beim Finanzamt. Beim Finanzamt. Bella, vielleicht. Ich dachte, du bist jetzt sauer, weil das mit den Schuftis ist vorbei, das ist ja auch meine Schuld. Und jetzt das... Gut, das war blöd. Ich bring's einfach wieder in Ordnung, okay? Alles klar. Was meinst du, wie mir gerade die Pumpe ging? Ich dachte, es wäre sonst irgendwas passiert. Tut mir leid. Naja, hier soll irgendwo ein Gästeklo verstopft sein. Man sieht sich. Was war das denn bitte? Ich kann es ihm nicht sagen. Mann, in 9 Monaten kriegst du ein Kind und einer von uns ist der Vater. Hallo? Klar, bekommst du. Herr Assel, haben Sie sich gut angearbeitet? Ich hoffe doch, dass ich Gräfin Lahnstein eine Hilfe bin, bis Ihre Hände wieder voll einsatzbereit sind. Bitte? Ja, ich bin sehr froh, dass Sie mir helfen. Ich habe für heute Nachmittag ein Treffen mit diesem Diamantenhändler van Buren arrangiert. Er war sehr angetan von unserer Idee, eine Kollektion mit diamantenbesetzten Dessous herauszubringen. Schön, heute Nachmittag, sagst du? Schau ich gleich mal nach. Darf ich? Danke, das schaffe ich schon. Schauen Sie doch lieber mal nach, ob noch Ostern nicht gekommen ist, Hase. Natürlich. Du traust diesem Assel nicht, oder? Also, nicht trauen, das ist zu viel gesagt. Das ist mehr so ein Bauchgefühl. Hat wahrscheinlich gar nichts zu bedeuten. Ach, ich kann es kaum erwarten. Bald gehört LCL wieder mir. Und ich freue mich schon auf den Moment, in dem ich bin. Ja? Alexa, das ist Herr Assel. Elisabeths persönlicher Assistent, ich weiß. Und unser persönlicher Informant. Was haben Sie für uns? Ich habe den Terminkalender der Gräfin fotografiert. Ist alles hier drauf. Assel, wenn ich wissen will, wann die alte Schachtel zum Friseur geht, dann frage ich Sie. Aber... Ist hier irgendwas drauf? Eine Information über den Liefertermin der Diamanten oder über welchen Händler wir sie beziehen? Nein, das nicht. Aber die Gräfin hat heute einen ersten Termin mit einem Herrn van Buren, bei dem ich sie natürlich unterstützen werde. Sehr gut. Ich will alle Details. Natürlich. Wenn das klappt, dann bricht dieser Diamantendeal Elisabeth das Genick. Allen Lahnsteins. Außer Ihnen. Ich kann es kaum erwarten, dass Königsbrunn endlich mir gehört. Bitte, Sascha, wenn Andi erfährt, dass ich schwanger bin, dann macht er sich gleich wieder Hoffnung. Ja, aber wie lange willst du das geheim halten?
Hätte ich den Test nicht gesehen, wüsste ich auch von nichts. Könnte fast meinen, du möchtest gerne Vater werden. Was? Quatsch, ich will doch einfach nur Bescheid wissen. Ich habe doch auch gar nicht gesagt, dass ich abtreibe. Ja, aber du schließt es nicht aus. Und Andi oder ich haben das Recht, mitzureden. Ich bin schwanger. Nicht du und nicht Andi. Kann ich vielleicht einfach mal 5 Minuten mich sammeln, ohne dass du mir gleich Vorwürfe machst? Ganz schöner Hammer. Mann, Andi ist mein Freund. Ich will ihn nicht länger anlügen. Das verstehe ich doch. Aber ich möchte einfach gerne selber entscheiden, wem ich was wann sage. Bitte, Sascha. Mann, ich werde ihn nicht ewig anlügen. Ich gehe heute noch zum Arzt und dann wissen wir, ob es ein Irrtum war oder nicht. Geht's wirklich gut? Einen schönen Mann kann nichts entstellen. Okay. Mit Jod ist nicht gerade perfekt gelaufen. Ich dachte, er freut sich, dass sein alter Herr noch am Leben ist. Das hat er doch bestimmt auch. Er konnte es nur nicht so zeigen. Ja, du meinst, dass er mir eine reingehauen hat? Das ist so eine Art Liebesbeweis. Ich meine, er stand doch aber auch unter Schock. Es wäre sicher besser gewesen, jetzt erst mit Frank zu reden. Ja, er ist schon immer der Normalste von euch dreien. So ruhig. Oh, ich dreh noch durch! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, ich habe gerade mit der Dienststelle telefoniert. Kramer hat die Suspendierung wieder aufgehoben, aber ich bin immer noch beurlaubt. Damit du dich mal richtig erholen kannst. Ja, da hat er auch schön recht, der Kollege. Hemke, du hast eine wahnsinnig anstrengende Zeit hinter dir. Charlie, ich bin erholt, verdammt noch mal. Ich merk's. Soll ich dir sagen, was mich wahnsinnig macht? Hier rumsitzen und nichts tun. Wenn heute noch einer dumm kommt, gibt's ein Donnerwetter. Weißt du was? Ich gehe jetzt da rüber und rede mit Frank. Hey, sag mal, spinnst du jetzt völlig? Frank macht immer alles richtig. Und deswegen hat er auch null Verständnis dafür, dass man mal irgendwas richtig verkackt. Und du hast es verkackt, genauso wie bei Jo. Ich wollte die beiden nicht im Stich lassen. Ich habe es einfach nicht geschafft, den Kontakt mit ihnen zu halten. Papa, Frank ist bei der Polizei. Und du hast deinen Tod vorgetäuscht, weil du die Versicherungssumme einkassieren wolltest. Pass auf. Ich rufe ihn an. Vielleicht kann ich ihn ein bisschen vorwarnen. Und er steckt dich nicht sofort im Knast. Tim. Was gibt's? Eine Hose für die Dame? Nein. Bist du dir sicher? Du kommst jetzt mit. Nein! Frank! Frank! Oh Gott. Das hat er vor. Ach, du bist doch noch ganz benommen, mein Liebling. Warte, ich helfe dir noch kurz. Hm? Ja, schnuck und schnuck und schnuck. Elisabeth von Lahnstein. Möchtest du meine Frau werden? Sollten Sie Hilfe brauchen? Ich stehe nicht zur Verfügung. Oh, müssen Sie mich so erschrecken? Es ist ja bemerkenswert. Da haben Sie gerade noch diese Rede auf die Familienwerte gehalten und all diese hehren Gefühle sind schon passé. Ich habe sie überhaupt nicht bemerkt. Ja, erstaunlich, nicht wahr? Trotz all meiner fantastischen Begabungen habe selbst ich ab und an menschliche Bedürfnisse, denen ich mich nicht entziehen kann. Ja. Gut, ich lasse Sie dann mal allein, Sie und Ihre Paranoia. Ich glaube, für uns drei ist hier drin kein Platz. Tja, vielleicht bin ich das
schon. Paranoid. Das muss aufhören. Lilly mir gemalt. Süß. Mhm. Kinder sind einfach das Beste. Wusstest du schon immer, dass du Kinder willst? Eigentlich schon. Ich wusste auch schon immer, dass es kompliziert werden wird. Deutscher Staat steht nicht so drauf, wenn zwei schwule Männer ein Kind großziehen wollen. Deswegen hatten wir Lilly ja nur als Pflegekind. Ich habe auch ein Kind. Eine Tochter. Ist nicht dein Ernst? Doch. Nele. Ich werde jetzt etwa 16 sein. Krass, das wusste ich nicht. Und nichts gesagt. Wieso, was ist passiert? Ich war jung, dumm, hatte richtig Schiss. Vielleicht kannst du hier irgendwie rausfinden, wo sie wohnt und... Meine Ex hat vor 4 Jahren geheiratet. Ich bin raus. Aber du bist trotzdem ihr Vater. Nein, ich bin ihr Erzeuger. Sie hat einen Vater. Wenn ich da jetzt reinfunke, dann kriege ich das nur durcheinander. Vielleicht kriege ich bald eine andere Chance. Ich drück dir die Daumen. Jung bist du immer noch. Oh, danke, du auch. Jetzt? Warte mal. Muss das sein? Ja, ist gut. Komm, lass gut sein. Ja. 5 Minuten. Es ist wahnsinnig wichtig. Du musst unbedingt runter ins No Limits kommen. Hat er gesagt, worum es geht? Nein. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt, darauf zu erfahren, was er dieses Mal wieder verbockt hat. Frank, ich weiß, ihr habt ein schwieriges Verhältnis. Aber könntest du, egal was es ist, versuchen, mich gleich auszuflippen? Mir zuliebe? Weil du es bist. Komisch. Hier ist mit der Post gekommen. Danke. Bitte. Hast du meine Auberginen gesehen? Auberginen? Weiß gar nicht, wie die aussehen. Hätte ich mir denken können. Hat wahrscheinlich Emilio gemacht. Olli, warte mal kurz. Schau mal. Bella meinte, sie hätte vergessen, eine Rechnung beim Finanzamt einzureichen. Da geht's um Fenster für Königsbrunnen. Aber die Rechnung ist da. Und man kann sogar sehen, dass das Finanzamt die berücksichtigt hat. Dann ist auch alles in Ordnung. Ja, aber Bella hat sich total verrückt gemacht. Ja gut, dann ruf sie an und sag ihr Bescheid, dass sie sich nicht mehr verrückt macht. Ich verstehe aber nicht, warum sie sich so aufgeregt hat. Wahrscheinlich, weil sie nicht will, dass du Probleme kriegst. Ja, aber sie war richtig nervös und hibbelig. Vielleicht, weil bei euch noch nicht alles entspannt ist. Wieso? Zwischen uns ist doch alles in Butter. Vielleicht hat sie ja gemerkt, dass du doch noch nicht ganz über sie hinweg bist. Meinst du? Ja, ich meine, ist doch so, oder? Ja, es ist schon immer noch schwierig, das Ganze. Also, wenn ich sie sehe, dann denke ich oft, es gibt nichts, was ich nicht tun würde, um wieder mit ihr zusammenzukommen. Aber es geht nicht, und das habe ich kapiert. Meinst du, ich soll ihr das noch mal sagen? Schaden kann es wahrscheinlich nicht. Dann mache ich das. Dankeschön, Leni. Sag mal, gibt es eigentlich auch Frauen, mit denen du nicht flirtest? Ja, natürlich. Also, das war eine rhetorische Frage. So, was gibt's? Als erstes wollte ich fragen, wie es dir geht. Gibt's was Neues? Hör zu, wenn du Geld brauchst, das kannst du knicken. Hast du schlechte Laune? Schlimmer als sonst? Ja, hab ich. Und nein, ich will nicht drüber reden. Ach so. Ja, ach so. Hast du Jo schon gesehen? Ja, Mann. Der hat vielleicht ein Glück gehabt, wenn Olli ihm die Arterie nicht abgeklemmt hätte, dann wäre er jetzt... Und du? Diese ganze Entführungsnummer? Muss ja auch mega krass gewesen sein. Ja, kann man wohl sagen. Er wollte Elisabeth umbringen und ich stand direkt daneben. Ich wollte mit dir sowieso noch mal sprechen, weil ich... Mensch, jetzt haben sie mir Sonderurlaub verpasst. Anweisung des Polizeiarztes. Ich soll mich erholen. So ein Schwachsinn! Ich sitze den ganzen Tag zu Hause rum und drehe Däumchen. Da musst du doch bekloppt werden.
Eins sage ich dir, ich bin so froh, wenn ich endlich meinen Alltag wieder habe. So, was ist jetzt, warum sitzen wir hier? Ach, ist nicht so wichtig, ist schon okay. Na, wie geht's? Bescheiden. Verstehe, du weißt es also schon. Was weiß ich schon? Das sind ja wirklich sehr interessante Angebote. Und er kann schnell liefern. Oh, 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 oh. Nichts überstürzen. Das ist ein riesengroßes Projekt. Herr Assel, ich würde gerne einige vertrauliche Angelegenheiten mit meinem Stiefsohn besprechen. Natürlich. Ach ja, und Sie können für heute Schluss machen. Aber nachher ist doch noch der Termin mit Herrn van Buren. Da werden Sie mich doch sicher brauchen. Nein. Das schaffe ich schon. Danke. Lara, das ist ja eine Überraschung. Setz dich doch. Hallo, Elli. Hey, Tristan. Glaubst du nicht, dass es besser wäre, wenn Assel bei dem Termin mit Van Buren dabei ist? Nein, wird nicht nötig sein. Elisabeth, wir können Assel auch noch mal überprüfen lassen. Oder wir kümmern uns gleich um jemanden, in dessen Gegenwart du dich wohler fühlst. Nein, der Mann macht ja seine Arbeit. Sicher? Ja, ganz sicher, Tristan. Na dann, ne? Ich muss vorher noch ein paar Telefonate machen. Elli, alles in Ordnung? Ja. Ich werde mit meinem neuen Assistenten noch nicht so richtig warm. Mit Herrn Assel? Mhm. Ja, aber wahrscheinlich liegt es nur daran, dass ich mir eingestehen muss, dass ich auf Hilfe angewiesen bin. Weiß nicht. Ich finde, du bist seit der Entführung noch ziemlich durch den Wind. Was ich aber total verstehen kann. Ja, da hast du recht. Früher haben mich Fremde nie so nervös gemacht. Ach, das hat mit Assel gar nichts zu tun. Ja, vielleicht solltest du mal mit einem Psychologen reden. Was? Nein. Das ist nicht nötig. Ich krieg das schon allein in den Griff. Seelenklempner, also hallo. Oh, schon so spät. Ich muss los, Rebecca killt mich sonst. Du bleibst schön hier. Ja, bleib doch noch ein bisschen, Tim. Also, was ist los? Was hast du ausgefressen? Ausgefressen? Ey, du redest mit mir, als wäre ich ein Kind. Merkst du das überhaupt noch? Hör zu, dass du deinen Führerschein los bist, weiß ich schon. Du hast mich nicht ernsthaft im Polizeicomputer nachgeschlagen. Ja, natürlich hat er das. Er kennt dein Strafregister, deine Punkte in Flensburg, deine Kreditwürdigkeit. Obwohl, dafür braucht man keinen Computer. Kannst du dich da mal bitte raushalten? Ist ja schon gut. Ich wollte nur sein Gesicht sehen, wenn du ihm die frohe Botschaft übermittelst. Für mich ist das eine frohe Botschaft. Und da kann man anderer Meinung sein. Also langsam wüsste ich wirklich gerne mal, was hier Sache ist. Das ist Sache. Mit dir reden? Du, das ist gerade ganz schlecht. Ich habe unglaublich viel zu tun. Die Schuffis-Abrechnung, die war okay. Gut, dann habe ich mich getäuscht. Ist denn sonst alles in Ordnung mit dir? Klar, was soll sein? Naja, du warst so komisch vorhin. Ist es noch wegen der Sache letztens? Was meinst du? Naja, dass du mit einem anderen, du weißt schon. Andi, können wir das Thema bitte einfach lassen? Nein, pass auf, ich will dich ja gar nicht fragen, mit wem du... Du weißt schon, das geht mich ja auch überhaupt gar nichts an. Für mich ist es okay, wenn du mit anderen Männern schläfst. Also, mir ist schon klar, dass du dafür nicht meine Erlaubnis brauchst oder so. Ich habe kein Problem damit. Also, das soll jetzt auch nicht heißen, dass du unbedingt mit anderen Männern... Das klang jetzt auch wieder total daneben. Ich wollte eigentlich nur sagen, du weißt selbst am besten, was du tust. Nein, weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Hey, was ist denn jetzt los mit dir? Ich bin...
bin schwanger. Eigentlich stehe ich ja nicht so auf diesen Bling-Bling-Look, aber seit ich diese Diamanten auf den Dessous gesehen habe, würde ich am liebsten alles Mögliche mit diesen Edelsteinen applizieren. Oh Gott, da werde ich dich ja gleich sehr bremsen müssen. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass Dekadenz so viel Spaß machen kann. Bereit für die große Klunkershow? Ja, wir treffen uns jetzt auf Königsbrunn. Ne? Ja, ich dachte, wir halten alles im kleinen Kreis, insbesondere den Liefertermin. Ja, aber natürlich, klar. Diamanten sollen ja schließlich sicher bei LCL ankommen und... Gelegenheit macht bekanntlich Diebe. Okay, fahren wir. Gräfin Langstein. Herr Assel, ich hatte Ihnen doch für den Rest des Tages freigegeben. Ich hatte noch ein paar Unterlagen vergessen, die ich zu Hause durcharbeiten wollte. Und dabei, das lag oben auf Ihrem Schreibtisch. Und ich dachte... Oh, das ist... Danke, sehr aufmerksam von Ihnen. Alles Gute für Ihren Termin. Ja, danke. Der Fahrer wartet. Ja. Herr Assel... Ich möchte doch, dass Sie mich begleiten zu dem Termin mit Herrn van Buren. Aber ich dachte... Ich bin sicher, ich kann Ihre Hilfe gebrauchen. Ja, dann. Gern. Darf ich? Oh, sehr aufmerksam. Dankeschön. Ich hätte es wissen müssen. Als der Brief der Versicherung kam, hätte ich es wissen müssen. Du nimmst mir das doch hoffentlich nicht übel. Was soll ich dir nicht übel nehmen? Dass du ein Versicherungsbetrüger bist? Oder dass du uns glauben lässt, du bist tot? Weißt du eigentlich, dass wir auf dem Friedhof waren und eine verschissene Schwimmflosse beerdigt haben? Tim hat es mir erzählt, das hat mich sehr berührt. Ich hätte dich sofort zur Fahndung ausschreiben lassen sollen. Ich kann verstehen, dass du auf mich sauer bist. Und ihr habt es die ganze Zeit gewusst. Ich habe auch gerade erst von seiner Auferstehung erfahren. Ich hätte es dir gesagt, aber du bist bei der Polizei und deswegen habe ich... Und da das unbequem geworden ist, hast du lieber die Klappe gehalten. Immer schön den Weg des geringsten Widerstands gehen. Ich wollte es dir ja sagen. Hast du aber nicht. Jungs, bitte. Ich möchte nicht, dass ihr euch wegen mir streitet. Das hättest du dir früher überlegen müssen. Mir ist klar, dass ich Mist gebaut habe. Mist gebaut? Bitte reg dich jetzt nicht auf. Ich reg mich nicht auf! Ich hab dich doch vermisst. Es beruht leider nicht auf Gegenwärtigkeit. Wir sind doch eine Familie. Wir sind keine Familie, wir sind eine Krankheit. Meine Rede. Aber du nimmst doch noch die Pille, oder? Ja, das tue ich, aber ich muss sie mal vergessen haben. Und als du mit Tims Bruder, naja, du weißt schon, und mit dem anderen, habt ihr da nicht Kondome benutzt? Schon, aber... Ja, dann stimmt es also. Das heißt, ich werde Vater. Oh, wow, das ist einfach wow. Wow. Andi. Ich weiß schon, was du sagen willst. Das Timing ist total bescheiden. Aber wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Ich hab's ja selber gerade erst erfahren. Keine Ahnung. Dann hat mir Rebecca noch angeboten, ihre persönliche Assistentin zu werden. Ey, das ist doch super. Das ist ein total anspruchsvoller Job und jetzt bin ich auch noch schwanger. Ja, aber du bist doch nicht allein damit. Ich bin ja auch noch da. Andi. Nein, pass auf. Du musst dir um überhaupt gar nichts Sorgen machen. Weil ich werde für dich und das Kind immer da sein und dir bei allem helfen. Also, wenn du das willst. Okay. Siehst du... Andere Leute haben das auch schon geschafft, Eltern zu sein, ohne dass sie zusammen sind. Und wer weiß... Andi, wirklich? Nein, ist schon klar, ich weiß, was du sagen willst. Wir sind nicht mehr zusammen. Das habe ich kapiert. Gott, das ist doch echt... Schöner Scheiß. Aber hey... Wir finden eine Lösung. Die Qualität der Diamanten ist durchaus überzeugend. Wir sind besonders angetan davon, dass sie aus legitimer Quelle stammen. Das ist für uns sehr wichtig. Ich würde mich freuen, wenn wir ins Geschäft kommen.
Herr van Buren, Sie hören von uns. Ich bringe Sie noch raus. Ich will Ihnen die Firma. Wiedersehen. Wiedersehen. Dann hoffen wir mal, dass Frau Schneider einverstanden ist. Charlie, werden die Steine gefallen? Das sind die Steine für unsere Surprise-Sous-Kollektion. Du weißt, dass uns diese Investition an die Grenzen unserer finanziellen Belastbarkeit bringt. Ja, das weiß ich. Aber es bringt LCL auch wieder an die Spitze, gerade im Luxussegment. Ich guck mir schon mal die Zahlen an. Wenn du Hilfe brauchst, dann... Ich schaff das schon. Außerdem, Assel ist ja auch noch da. Wirklich sehr schöne Steine. Ja. Bevor wir beginnen, Herr Assel, ich war ein wenig distanziert Ihnen gegenüber. Aber die Ereignisse der letzten Wochen haben doch sehr an meinen Nerven gezerrt. Und ich bin noch etwas, wie soll ich sagen, ich bin noch etwas angespannt im Umgang mit Menschen, die ich noch nicht so gut kenne. Das verstehe ich sehr gut, Gräfin Landstein. Ich freue mich, wenn ich Ihnen helfen kann. Schön, ist schön. Und ich denke, das wird auch von Tag zu Tag besser. Ja. Ja, dann an die Arbeit. Hättest du nicht einfach mal die Klappe halten können? Ja, und dann? 2 Minuten später ist unser Zeuger sowieso aufgetaucht. Hatte ich dir nicht gesagt, dass ich Frank schonend darauf vorbereiten möchte? Kommt er nicht, es hätte schlimmer laufen können. Ja, wenn er dir eine reingehauen hätte zum Beispiel. Festgenommen hat er mich auch nicht. Ja, noch nicht! Mann, warum hast du mich nicht einfach machen lassen? Ja, euer Bruder ist mir nicht gerade um den Hals gefallen. Er würde mich niemals in den Knast bringen, da bin ich mir ziemlich sicher. Mein Arsch! Was? Auch wenn Frank dich nicht verpfeift. Der Versicherungstyp ist dir auf den Fersen. Am besten haust du gleich ab in die Karibik, bevor du noch im Knast landest. Aber ich möchte doch mit euch nochmals von vorne anfangen. Das stimmt doch nicht. Du wolltest dir deine Kohle holen und jetzt, wo das nicht geklappt hat, weißt du nicht, wohin mit dir. Und genau deshalb machst du eine Familie. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst. Aber ich möchte bei euch sein und das wieder gut machen, was ich verbockt habe. So, jetzt rede ich mit Frank und bring das in Ordnung. Warte mal. Frank wird es nicht bei einem Kinnhaken belassen. Leid, mein Junge. Was? Dass ich dir so viel unnötigen Kummer bereitet habe. Und so ein schlechter Vater für euch war. Schon immer. Aus dir und deinen Brüdern ist dennoch was geworden. Das habe ich nur euren Müttern zu verdanken. Bin stolz auf euch. Vor allem auf dich. Übrigens, ich habe Charlie gesehen. Tolle Frau. Zum Glück, dass sie so einen Mann gefunden hat wie dich. Du bist sicher immer treu und anständig. Treu und anständig? Oh, Harald, du hast keine Ahnung, wer ich bin, oder? Außerdem bedeutet es mir auch nichts, wenn es ein Typ wie du zu mir sagt. Du hast uns von Anfang an im Stich gelassen. Ich war noch nicht mal auf der Welt, da hast du schon die nächste geschwängert. Und das finde ich einfach erbärmlich. Tja. Das mit mir und meinen Frauen war nicht immer ganz unproblematisch. Ach. Ich bin eben ganz anders als du. Das bist du nicht. Das ist ja das Schlimme. Hey, ne? Hey. Auch eins? Lass mal. War ein langer Tag. Ich weiß Bescheid, Alter. Was meinst du? Komm schon. Du hast es gewusst, hä? Bella hat dir bestimmt gesagt, warum sie so komisch drauf war. Was jetzt genau? Na, dass ich Vater werde. Komm schon, darauf müssen wir anstoßen.
Hat sie genau das gesagt, dass du Vater wirst? Na, wer denn sonst? Na, was mit dem Typen, mit dem sie neulich was hatte? Nein, nein, keine Chance. Pass mal auf. Bella ist normalerweise eine totale Verhütungsfanatikerin. Bei uns hat es ein halbes Jahr gedauert, bis wir die Gummis abgesetzt haben. Und das, obwohl sie die Pille nimmt. Also, wenn es eine Frau gibt, die sich niemals ohne Kondom auf einen One-Night-Stand einlässt, dann ist das ja wohl Bella. Ganz klar, das ist mein Baby. Die Dinger können ja auch platzen. Nein, 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 ich habe das im Gefühl. Dieses eine Mal, als wir dann doch noch mal zusammen in der Kiste gelandet sind. Bam, Falltreffer. Sag mal, kann das sein, dass du gerade einen Film schiebst? Du glaubst wirklich, dass du Bella zurückkriegst, wenn das Kind von dir ist? Naja, also, jetzt geht's doch erstmal darum, Bella zu unterstützen. Als sie neulich dachte, wir sind schwanger, hat sie erstmal Panik bekommen. Weil sie dachte, sie kriegt das nicht hin. Nur dann war klar, sie will Kinder. Und Bella wird eine super Mama. Mit mir als coolem Dad wird das ein spitzen Baby. Weißt du, so ein kleiner Hosenscheißer, der verbindet. Die schlaflosen Nächte, dann die Ultraschallbilder. Das wird unsere neue Chance. Ist das nicht super? Wo willst denn du jetzt hin? Ich brauche frische Luft. Es ist so lieb, dass du dir Sorgen um mich machst. Aber du hättest nicht extra hier kommen müssen. Hast doch genug mit deinem Referendariat zu tun. Das ist alles eine Frage der Organisation. Aha, nun gut. Möchtest du auch eine Tasse Tee? Oh, meine Hände. Komm, ich mach das. Oh, danke, das ist lieb von dir. Ja, ich habe die Folgen der Entführung wohl doch etwas unterschätzt. Es macht mich einfach nervös, mit Menschen zusammen zu sein, die ich nicht gut kenne. Ah, deshalb hast du auch ein Problem damit, Herrn Assel zu vertrauen. Ja. Dabei gibt es überhaupt gar keinen Grund dafür. Er ist seit fast 20 Jahren in unserer Firma. Das ist eine sehr lange Zeit. Ich meine, wenn die Gräfin herausfindet und sich hinter ihrem Rücken... Sie verstehen, was ich meine. Herr Assel, halten Sie mich für ein bisschen dämlich? Was? Nein, wieso? Dann geben Sie mir jetzt mal die Mappe her. Ansonsten sage ich Elisabeth, dass Sie seit Jahren in die Kasse greifen wegen Ihrer Spielsucht. Schön. Also, sie hat sich bereits entschieden, Van Buren ist ziemlich gut aufgestellt. An den kommen wir gar nicht ran. Steht der Liefertermin bereits? Wird festgelegt, sobald der Kaufvertrag unterschrieben ist. Aber ist ja eine Information, an die Sie rankommen, oder? Die Gräfin war am Anfang sehr misstrauisch. Aber inzwischen hat sie Vertrauen gefasst. Ich kann mich doch nicht verrückt machen lassen von einem bloßen Bauchgefühl. Und deshalb habe ich jetzt beschlossen, dem Assel zu vertrauen. Ja, aber kann man das denn? Beschließen, jemanden zu vertrauen? Ich meine, ob man jemandem vertraut oder nicht, das entscheidet man doch nicht vom Kopf her, sondern eben genau mit dem Bauch. Als ich Emilio geholfen habe, aus dem Knast zu kommen, hat mich Kim hinterher gefragt, wieso ich mir so sicher war, dass er unschuldig ist. Und ich konnte ihr keine richtige Antwort darauf geben. Ich habe das halt einfach gewusst. Und Kim, hat die sich keine Vorwürfe gemacht, dass du das gespürt hast und sie nicht? Doch, klar. Genau wie du jetzt. Ich meine, du machst dir Vorwürfe, dass du diesen Ben nicht schon früher durchschaut hast. Und deshalb solltest du bei diesem Assel genau jetzt auf dein Bauchgefühl hören. Und du meinst nicht, dass ich denn zu misstrauisch bin? Ja, das kann schon sein, dass du gerade besonders misstrauisch bist. Aber ich glaube, es wäre jetzt falsch, nicht auf deine Instinkte zu hören. Oh, und wenn meine Instinkte mich in die Irre führen, wenn ich überall nur Gespenster sehe? Ja, lieber ein Gespenst zu viel als ein zu wenig. Wie meinst du das? Naja, wenn du dir einen neuen Assistenten suchst, dann hast du im schlimmsten Fall diesem Herrn Assel Unrecht getan. Wenn aber dein Gefühl stimmt und er nicht vertrauenswürdig ist, das wäre doch auf jeden Fall das größere Übel, oder? Ja, das stimmt. Probier mal. Gar nicht so schlecht. Danke, kein Hunger. Mein Junge, das sehe ich doch. Wenn ich unterzuckert bin, reagiere ich auch immer so. Hast du Stress mit Charlie? Ist ja nicht, um was es geht, aber dachte nur, du sagtest, du bist gar nicht so anders als ich. Jeder Mensch macht Fehler. Der eine mehr als andere. Ich halte wahrscheinlich einen Rekord. Weißt du,
Niemand ist perfekt. Schwierig wird es nur, wenn wir glauben, dass wir immer perfekt sein müssen. Als ob du das jemals geglaubt hättest. Ich nicht. So gut kenne ich mich doch. Aber du vielleicht. Hör zu, es ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Ich habe einfach eine Grenze überschritten, das ist alles. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal machen würde. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich dir das erzähle. Vielleicht, weil ich dein Vater bin. Ja, ein beschissener Vater. Dann wahrscheinlich, weil ich der einzige Mensch bin, vor dem dir das nicht peinlich sein muss. Und weil du weißt, dass ich in meinem Leben viel Schlimmeres verursacht habe. Ja, da könnte was dran sein. Es wäre nur schön, wenn du nicht nur Experte im Fehler machen wärst, sondern auch wüsstest, wie man damit umgeht. Was einem Leben passiert ist, ist nicht rückgängig zu machen. So weit war ich auch schon. Aber man kann versuchen, zu seinen Fehlern zu stehen. Und wie sieht das in deinem Fall aus? Ich bin zurückgekommen, mich bei euch zu entschuldigen. Und mir, wenn es nötig ist, eins auf die Nase geben zu lassen. Jo? Ich kann es ihm nicht verdenken. Ich auch nicht. Das ist mein Versuch, mit meinen Fehlern umzugehen. Keine Ahnung, ob es klappt. Aber ich will es wirklich probieren. Tristan wird morgen die neuen Verkaufszahlen bekannt geben. Sollten Sie nicht unseren Erwartungen entsprechen, dann machen Sie bitte einen Termin mit Frau Berg. Dann muss das Marketing optimiert werden. Natürlich. Oh, das ist kühl heute Abend, oder? Es war ein langer Tag. Ja, da haben Sie recht. Wahrscheinlich bin ich nur müde. Aber es war auch ein erfolgreicher Tag. Sie können für heute Feierabend machen, Herr Assel. Vielen Dank. Sehr freundlich von Ihnen. Herr Assel, Tristan hat doch mit Ihnen darüber gesprochen, dass alles, was hier geredet wird, streng vertraulich ist. Auch innerhalb der Firma, nicht wahr? Natürlich. Sie können sich hundertprozentig auf mich verlassen. Danke. Weiß ich zu schätzen. Wie ungeschickt von mir. Ist ja kein Problem. Ach, Herr Assel. Diese Unterlagen hier, können Sie die bitte noch in die Papiervernichtung geben? Sicher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Gräfin Lernstein. Und Ihnen auch, Frau Cornelius. Tschüss, Herr Assel. Du hast vollkommen recht. Ich sollte wieder auf mein Bauchgefühl hören. Du glaubst, wenn jeder von uns dreien dir eins auf die Nase gegeben hat, ist wieder alles in Butter? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn ihr seht, dass ich es diesmal absolut ernst meine... Tust du das denn? Natürlich. Dann steh zu deiner Verantwortung. Das tue ich. Dir ist schon klar, dass es hier um mehr geht als um ein paar vergessene Geburtstagsgeschenke. Wir reden hier von Versicherungsbetrug. Versicherung? Alles Geier, Betrüger, Halsabschneider. Und du hast Tim damit reingezogen. Ich habe ihn zu nichts gezwungen. Du benutzt den Kleinen, obwohl du weißt, wie wackelig der noch im Leben steht. Wenn ich gewusst hätte... Das ist mein kleiner Bruder! Ich kann das nicht machen. So leid es mir tut. Ich muss dich anzeigen. Musst du nicht. Ich werde mich stellen. Diesmal mache ich alles richtig. Das ist großartig. Ja. Wir wissen, von wem Elisabeth die Steinchen kauft und was sie für Steine kauft. Und? Dass sie unfassbare 85 Millionen Euro dafür ausgibt. Ja. Jetzt muss Assel uns nur noch den Liefertermin verraten, damit wir die Steinchen austauschen können. Und dann stellt Elisabeth fest, dass die Versicherung nur einen Schaden von 100.000 Euro abdeckt. Ups. Ach, ein Hoch auf Assel und seine Spielsucht. Ohne ihn wäre es schwer geworden. Tanja,
Ich kann sie wirklich nicht ausstehen. Aber es macht Spaß, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Ich weiß. Ich kann es nur zurückgeben. Ah, gut, dass ich Sie gleich beide hier antreffe. Darf ich Sie einen Moment rausbitten? Ich möchte eine kurze Mitteilung machen. Ja, ich möchte Sie gar nicht allzu lange von der Arbeit abhalten. Ich möchte nur eine personelle Veränderung bekannt geben. Herr Assel, der mich in den letzten Tagen unterstützt hat, wird wieder auf seinen Posten in der Buchhaltung zurückkehren. Glaubst du denn, du bekommst das alles schon wieder alleine hin? Nein, ich werde schon noch eine Zeit lang auf fremde Hilfe angewiesen sein. Aber so fremd ist sie gar nicht. Ich darf vorstellen, meine Enkelin Lara wird mir bis zum Zeitpunkt meiner vollständigen Genesung zur Seite stehen. Ah, hey. Hey. Ich habe dir ein bisschen Folsäure mitgebracht. Ist wichtig in der Schwangerschaft. Da drin ist auch ein interessanter Flyer für einen Mutter-Hechel-Kurs. Ganz hier um die Ecke. Wenn du willst, können wir da auch immer zusammen hin. Ich weiß es nicht mal 24 Stunden und du kommst hier mit irgendeinem Geburtsvorbereitungsscheiß um die Ecke? Hast du vielleicht schon im Netz nach Kita-Plätzen geguckt? Hey, ich wollte doch nur, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Ich bin für dich da. Danke. Ich fühle mich gerade einfach nur, als hätte mir jemand eine Dachlatte über den Kopf gezogen. Ja, hey, das verstehe ich doch auch. Hey, da bist du ja wieder. Mir geht's doch genauso. Ich wäre auch fast hintenüber gekippt, als ich erfahren habe, dass ich bald Vater werde. Bella, was tust du da? Ich tue gar nichts. Ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen. Du hast gesagt, dass du nicht willst, dass er sich Hoffnung macht. Jetzt rennst du hin und sagst ihm, dass er Vater wird? Hey, das habe ich so nie gesagt. Na ja, dann wäre es vielleicht Zeit, das Missverständnis zu klären. Hey, warte mal. Ich weiß selbst, dass Bella und ich nicht mehr zusammen sind, okay? Aber das ändert nun mal nichts daran, dass wir ein Kind zusammen bekommen. Und ich werde mich nicht vor der Verantwortung drücken. Verstehst du nicht? Je länger du das hinauszögerst, desto schlimmer machst du's. Ich hab's doch versucht. Na, dann sag's ihm jetzt. Worauf wartest du? Was soll Bella mir sagen? Ich bin der Typ, mit dem Bella neulich geschlafen hat. Das heißt, vielleicht bin ich der Vater und nicht du. To your heart.